Dann können wir jetzt wohl loslegen. Willkommen bei Die Kunst des schwarzen Auges. Ich sollte ein bisschen über Kunst hier reden. Das geht natürlich absolut gar nicht, ohne erst einmal die vielen Illustratoren da draußen anzusprechen, die es überhaupt möglich machen. Weil mittlerweile arbeite ich mit problemlos 70 bis ungefähr 80 Freelancern unter Rahmenvertrag zusammen. Und ohne deren gemeinsames Hinarbeiten zusammen in eine Welt wie Aventurien wäre das alles nicht möglich. Deswegen erstmal danke an die und Chapeau! Worldbuilding im Generellen hat sehr viel mit Kunst zu tun, denn nichts kann so etwas wie eine Welt transportieren wie ein einzelnes Bild, was in einer einzelnen Sekunde dir alles vermitteln kann, was du denkst, über diese Welt brauchen zu können und wissen zu wollen. Es lässt dich entscheiden, ob das eine Welt ist, in der du spielen möchtest, in der du leben möchtest, in der du sein willst. Und das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe für die Artdirektion und alle Illustratoren, die darin mit involviert sind. Und das geht nicht ohne eine gute Planung. Weil als Artdirektor, muss ich sagen, habe ich sehr viel mit Excel-Tabellen zu tun, mehr als ich eigentlich wollte. Und ich würde es gerne verhindern wollen, aber ich weiß, dass es notwendig ist. Denn woher kommen die Ideen an sich? Das muss erstmal alles ganz gut durchgeplant werden. Die Ideen, ich werde oft danach gefragt, kommen tatsächlich hauptsächlich nicht von mir persönlich als Artdirektion oder von den Illustratoren, sondern die kommen von den Autoren, die sich die Welt überlegen, ausdenken, in ihren Details ausfeilen. Und wir arbeiten simultan an Text und Bild gleichzeitig, was so viel heißt wie: Ich kann noch nicht nachlesen, was der Autor gerne von mir haben möchte in einem Buch. Sagen wir jetzt einfach mal, wir haben ein Abenteuer. Ich habe persönlich jetzt gerade vielleicht mal einen Pitch davon gelesen, 2 Seiten. Okay, ich habe ungefähr einen Rahmen, in dem sich dieses Abenteuer bewegt. Mehr weiß ich aber wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute aussehen. Ich weiß nicht, wie das Setting an sich aussehen soll, wie es sich anfühlen soll. Und das ist das, was der Autor mir erstmal kommunizieren muss. Und das ist mitunter gar nicht so leicht. Weil Beschreibungen sind so eine Sache an sich. Was glaubt ihr denn, was macht eine gute Beschreibung aus? Ihr könnt gerne mal was reinrufen. Wie detailvoll? Andere Meinung? Also so von wegen, was will ich mit dem Bild, meinst du? Genau, was will ich mit dem Bild eigentlich erzielen? Das wolltest du sagen? Sehr schön ausgedrückt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand im Stream hören konnte, aber er hat es sehr passend ausgedrückt. Allerdings muss ich auch zu einem gewissen Teil widersprechen. Sehr detailverliebte Beschreibungen sind gut. Es gibt aber da ein sehr großes Aber. Ich habe teilweise Beschreibungen erhalten, die über mehrere PDF-Seiten gingen für sehr kleine Bilder. Gut. Jetzt ist es für mich zum Beispiel eine unglaubliche Herausforderung, herauszulesen, was ist eigentlich wirklich wichtig? Worauf kommt es jetzt an? Das ist zum Beispiel die Aussage des Bildes. Und es gibt immer wieder lustige Missverständnisse. Zum Beispiel, wer weiß alles, was eine Fledermaus ist? Da hat jemand die richtige Frage gestellt. Es gab einen Fall, wo jemand gesagt hatte, ich brauche jemanden mit einer Fledermaus. Gemeint war die Waffe.
Der Herr links hat allerdings eine Fledermaus erhalten. Das ist später beim Lektorat erst aufgefallen. Das war eine Überraschung für alle, weil der Autor dachte sich, hä? Ich meinte die Waffe. Die Artdirektion hing da. Ich dachte, du meinst das Tier. Gut, dann haben wir alle gelacht. Dann hat der Autor einfach eine Fledermaus mit dazu geschrieben für den armen Herrn. Und er hat die Fledermaus noch da drüben an den Gürtel gekriegt. Er hat also jetzt im Grunde zwei Fledermäuse. Und detailreich zu beschreiben, ist auch durchaus sehr wichtig, insbesondere in diesem Fall. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Ich finde das total schick. Es hat so dieses Mächtige. Das ist ein Rondra-Tempel an den Basaltklippen. Und das sollte halt wirklich mächtig und heilig dargestellt werden. Ich finde, das war total toll dargestellt von dem Illustrator. Michael Wittmann, super Typ. Allerdings hat der Autor ein Detail vergessen. Der See ist zugefroren. Und Pilger sind im Begriff, über diesen zugefrorenen See auf den Tempel zuzugehen. Diese Details wurden einfach dezent vergessen. Allerdings ist es eine viel zu große Aufgabe, das jetzt einfach umzuzeichnen. Wir haben ja Deadlines, an die wir uns halten müssen. Die werden uns meistens von der Druckerei gegeben, so von wegen, ah, ihr wollt das Buch bis dahin, dann müsst ihr bis da und dahin das alles abgegeben haben. Dementsprechend wurde dann der Autor leider dazu gezwungen, diese Passage umzuschreiben. Das ist das, was passieren kann, wenn man simultan an diesen Sachen arbeitet. Missverständnisse passieren oder Details wurden einfach vergessen. Möchte jemand raten, wie alt diese Dame ist? Wer weiß, wie alt diese Dame ist? Sie ist 50. Das war in der Beschreibung übrigens nicht erwähnt. Wer hätte es gedacht? In der Beschreibung stand lediglich eine wunderschöne Hexe. Okay. Wunderschöne rothaarige Hexe mit Katzenvertrauten. Alles klar, die muss wahrscheinlich jung sein. Also dachte sich Artdirektion und Illustrator, boah, okay, 25, 30 vielleicht. Aber das war dann auch wieder viel zu viel, was man hätte ändern müssen an dem Bild. Daher wurde wieder der Text geändert. Und zwar wurde ihr jetzt eine Schönheitssalbe untergejubelt, was das Geheimnis ihrer ewigen Jugend ist. Also da kommen wirklich lustige Anekdoten bei rum und sehr lustige Zufälle. Ja, das simultane Arbeiten an Text und Bild ist dementsprechend nicht besonders einfach, aber aus Zeitgründen, weil wir natürlich auch einen stetigen Output benötigen, um uns, ja, um DSA interessant zu halten, um die Welt weiter auszubilden, dafür muss man viel rechnen, mehr als man eventuell denkt. Denn wir haben verschiedene Größen in unseren Bildern. Habt ihr vielleicht mal ein bisschen bemerkt? Da gibt es zum Beispiel die Achtelseite. Die Achtelseite sind meistens Vignetten, Ausrüstungsgegenstände oder kleine Symbole. Das habe ich da so schön drin eingemalt, weil wir wissen ja alle, wie ungefähr wie viele Zeichen auf eine einzelne Seite von DSA passen. Das sind übrigens ungefähr 5000. Das heißt, die Artdirektion und die Redaktion muss anfangen zu rechnen. Okay, wir haben so und so viele Seiten Abenteuer. Wir wollen so und so viele Illustrationen in den und den Größen, also fangen wir an zu rechnen. Wir haben so und so viele Zeichen, so und so viel Prozent müssen wir abziehen, damit die Bilder reinpassen. Weil wenn wir zu viele Seiten haben, dann meckert die Druckerei schon wieder. Weil das möchte auch gerne geplant werden. Wir haben sehr viele verschiedene Größen, in denen wir arbeiten. Und das muss entsprechend alles auch nachgerechnet werden. Und deswegen habe ich mehr mit Excel-Tabellen zu tun, als ich es eigentlich möchte. Aber einer muss es machen und es hat bisher auch immer ganz gut funktioniert. Manchmal. Wollt ihr mal raten, um wie viele Seiten wir die ursprüngliche Havena-Spielhilfe übertroffen haben, die wir eigentlich kriegen wollten? Wer denkt 10? Wer denkt 20? Wer denkt über 30? Tatsächlich haben wir
die gesamte Spielhilfe um 25 Seiten überschritten und mussten entsprechend rauskürzen, weil das ansonsten preislich nicht mehr gepasst hätte von der Druckerei her. Das ist also an sich so gar nicht leicht. Und da mussten auch einige Bilder bei draufgehen. Die werden dann in eine sogenannte Resterampe geschoben für späteren Gebrauch. Und einige Textpassagen mussten einfach gestrichen oder immens gekürzt werden, was ja eigentlich nicht so schön ist. Das möchte man ja eigentlich nicht. Deswegen ist gute Kooperation zwischen Artdirektion und Redaktion sehr wichtig. Falls ihr also irgendwann mal selber ein Rollenspiel machen wollt, müsst ihr das definitiv mit beachten. Falls ihr simultan mit Text und Bild arbeiten wollt, ich habe auch schon an Herangehensweisen gehört, wo erstmal der Text geschrieben wurde, dann wurde erstmal gelayoutet und dann guckte man, wo irgendwelche Lücken aufkommen. Wer schreibt denn hier gerade selber an einer Art von Rollenspiel, den das deswegen besonders interessiert? Ha, da sind welche, das ist schön. Wer ist denn zum Beispiel selber Illustrator, weswegen er hier sitzt? Keiner. Wow, cool. Schön, dass ihr euch trotzdem dafür interessiert. Jetzt wird es nämlich zumindest ein bisschen bunter. Wenn man sich an ein Spiel wagt wie das Schwarze Auge, was ja jetzt eine gewisse Art von Stiländerung mit sich gebracht hat in der 5. Edition, weil davor waren wir natürlich schwarz-weiß und es war ein bisschen kunterbunt. Wir hatten hier und da mal Strichzeichnungen, wir hatten hier und da mal hyperrealistische Darstellungen und dann wieder komischerweise irgendwelche Art von Comic-Stil damit reingemischt. Also es war alles andere als konsistent. Und dann mussten wir uns am Anfang von DSA 5 die Frage stellen, was wollen wir eigentlich? Und das Erste, was man sich da dann fragen muss, wen wollen wir erreichen? Oder wer spielt unsere Spiele? Das ist dann so etwas wie eine Zielgruppenbestimmung. Wenn man sich also sein eigenes Rollenspiel basteln möchte, muss man sich eventuell darüber Gedanken machen, wer spielt das dann am Ende? Sind das junge Menschen, alte Menschen, Menschen, die es vielleicht eher düsterer mögen oder eher so schön pink, My Little Pony Art, weil hey, das hätte man aus DSA sicherlich auch machen können, es wäre nur nicht hilfreich gewesen. Daher haben wir uns entschieden, da wir ja anhand von, ja, die Rollenspielszene leidet einfach ein bisschen darunter, dass kaum mehr Jüngere nachrutschen. Deswegen wollten wir gerne interessant sein für diejenigen, die etwas jünger sind, ein bisschen spritziger. Deswegen haben wir besonders gesättigte Farben verwendet. Deswegen haben wir einen Stil gewählt, der nicht hyperrealistisch ist, wie zum Beispiel Dungeons & Dragons, die 5. Edition mittlerweile ist, oder Magic the Gathering, der definitiv alle beide eher auf ältere Zielgruppen gehen, sondern wir dachten, wir wollen gerne Jüngere ansprechen, eventuell Teenager, Studenten. Dafür sind gesättigte Farben besonders gut oder ein Stil, der ein bisschen frischer und vielleicht mehr in die Comic-Art hineingeht, weil das ist das, was die Zielgruppe gerade besonders interessiert, eventuell auch gerade durch den Marvel-Einfluss, der durch die Filme oder Ähnliches gerade wieder aufschwingt. Und ja, das bringt dieser Stil einfach mit hervor und auch an Vorteile. Da muss man sich also mal die Frage stellen, wer spielt das, was ich da machen möchte? Und man kann sich darüber Gedanken machen, welche Farbkodierung man nimmt. Die Atmosphäre ist in Spielen unglaublich wichtig. Atmosphäre ist das, was uns in eine Welt zieht. Das ist das, was uns wirklich berührt. Und tatsächlich kann kaum etwas anderes wie Farbe uns genau das geben. Wer sich ein bisschen mit Farbenlehre auseinandergesetzt hat, kennt die Thematiken dahinter. Und Aventurien ist eine große Welt. Da könnte ich nicht einfach hingehen und sagen, ganz Aventurien hat jetzt den Farbcode. Tatsächlich bin ich da regional angefangen, darüber nachzudenken, was könnte dann eher diese Atmosphäre ausstrahlen? Die Flusslande, die letzte Regionalspielhilfe, die wir rausgebracht haben, hat eher so dieses Grasgrün, dieses Kuschelige, dieses Hellblaue. Wenn ihr da durch die ganzen Bilder hindurchschaut, seht ihr ganz genau das. Wenn ihr mal in Nostergast, also die streitenden Königreiche, reinschaut, könnt ihr sehen, dass sehr viel Tannengrün und so ein bisschen mehr herbstlich-rötlich verwendet wurde. Und eiserne Flammen
wenn du dir von dem Abenteuer, also den Schattenlanden, das genauer anschaust, ja, schwarz-rot, sehr viel schwarz-rot, aus offensichtlichen Gründen, weil es einfach ein unglaublich düsteres Setting ist. Und darüber muss man sich ebenfalls Gedanken machen. Hinter jeder einzelnen Bild liegt eine Designentscheidung. Das ist nicht einfach nur, oh, sieht gut aus, passt. Sondern muss ich schon Gedanken machen, wo will ich hin, was will ich ausdrücken? Weil das ist ja das, was die Menschen wirklich berühren möchte oder soll. Das Erste, was ein Mensch von einem Rollenspiel sieht, ist das Cover, die Bilder. Von der Ferne am Stand und wenn die einen ansprechen, dann hat man vielleicht auch Lust, das zu spielen und in diese Welt einzutauchen. Und Designentscheidungen, gehen wir mal daraufhin zurück. Ich bin immer ganz froh. Aventurien ist ja schon ein sehr durchdesigntes Spiel. Da ist schon vieles äußerst festgelegt und ich freue mich immer, wenn die Redaktion reinkommt und sagt, Nadine, jetzt kommt was Neues. Wir haben ja schon einige mit dem Pandemonium einige neue Dämonen eingeführt, falls jemand schon mal einen Blick reingeworfen hat. Und durch die Einsteigerbox haben wir zum Beispiel auch einen neuen Drachen. Dazu habe ich eine wunderbare Anekdote. Ihr seht schon, der sieht nicht so wirklich aus wie der, der auf dem Cover ist. Das liegt daran, dass Nico reingekommen ist und meinte, Nadine, ich brauche einen Lindwurm. Nadines Gehirn dachte sich, ja, Lindwurm, gut. 6 Gliedmaßen aufwärts. Nein. Das ist nicht, was Nico gemeint hat. Nico meinte das. Eine Wüwer. Das ist so diese Begriffsklärung von Missverständnissen, die ab und zu einfach mal auftauchen, anhand von jemand sagt etwas und die andere Partei denkt, dass sie es definitiv verstanden hat. Aber dafür kommuniziert man ja. Und ich muss sagen, gerade in einer Welt wie Aventurien finde ich es total spannend, Sachen zu designen, weil diese Welt schon so gefestigt ist an sich und schon gewisse Regeln aufgestellt hat, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und dadurch macht es sehr viel Spaß, sich da reinzufuchsen, was ergibt Sinn. Dann haben ich und die Redaktion sich zusammengesetzt und überlegt, okay, der Lindwurm, der soll ein bisschen angelehnt sein an den Riesenlindwurm, halt ja nicht mit mehreren Köpfen, und hat dadurch zum Beispiel auch die Halskämme, die der Riesenlindwurm erhalten hat, ebenfalls erhalten, weil sie auch irgendwo verwandt sind. Und ebenfalls dieses leicht gestrichelte auf dem Rücken, die der Riesenlindwurm auf der Illustration hat, damit man die Verwandtschaft feststellen kann, wenn man denn davon weiß und es auch genau betrachtet. Weil würde man es nicht erwähnen, würde es man wahrscheinlich nicht wissen. Aber ich weiß es. Das macht einen so unglaublich glücklich. Es ist die innere Logik zu verfolgen, macht sehr viel Spaß. Und ihr seht hier diese ganzen kleinen Notizen daneben, dass er zum Beispiel ein homodontes Gebiss hat, wie ein Krokodil, oder dass der Stachel hinten relativ klassisch ist für eine Wüwer zum Beispiel, wie sie in der Heraldik zu finden ist, da habe ich mich mal ein bisschen schlau gelesen. Die haben immer einen eigentlich giftigen Stachel, der ist jetzt nicht giftig an Aventurien, aber wir haben uns einfach daran orientiert, weil Aventurien sich ja auch immer gerne an dem orientiert, was wir bereits hier in Europa so haben und womit wir mehr oder minder aufgewachsen sind. Wir werben ja auch ein bisschen in Amerika damit, dass wir das Land der Burgen sind, wo wirklich das alles quasi das Mittelalter vonstatten ging. Die haben ja nur Nachbauten. Ha. Ja, solche Designentscheidungen, die machen wirklich Spaß. Da kann man richtig schön kreativ werden. Und auch bei Gegenständen. Ich wurde oft gefragt, wie viele Designansätze macht man denn für ein Bild? Das ist eigentlich nur ein Mantel. Aber man kann sehr viel damit herumexperimentieren. Das ist von dem neuen Band, an dem wir gerade arbeiten, Aventurische Götterdiener 2. Das ist ein heiliges Artefakt, wo man an der Farbe wahrscheinlich auch schon erkennen kann. Es geht Richtung Travia. Und da bekomme ich dann ungefähr bis zu 3 Skizzen jeweils von den Illustratoren und Farbvorschläge, wie man das machen könnte. Und dann arbeitet man zusammen etwas aus. Und man sieht,
es ändert sich teilweise doch ein bisschen mehr bis zum Ende, als man am Anfang gedacht hätte, weil, ja gut, man hatte sich irgendwann für Numero Uno entschieden. Genau. Für Numero Uno entschieden und erstmal schon mal kleine Farbskizzen dafür gemacht. Okay, welche Farben wollen wir denn gerne haben? Es wurde dann letztendlich keine davon und irgendwie hat sich die Form dann auch nochmal tailliert, weil wir festgestellt haben, die Heilige, die dieses Artefakt gehört, ist eigentlich eine Frau. Warum sollte es denn kein taillierter Mantel sein? Da haben wir uns kurzfristig einfach dazu entschieden, dann doch nochmal die Form zu ändern. Also es ist sehr viel Kommunikation, was man bei Bildern mit anderen Illustratoren so machen muss. Und es fühlt sich an wie eine stetige Kollaboration unter Kreativen, was auch sehr bereichernd ist. Neben solchen relativ einfachen Skizzen gibt es auch etwas eher Technisches. Aventurisches Bestiarium ist jetzt auch schon etwas älter. Und auch hier im Punkto, wie viele Vorschläge gibt es eigentlich bis zum Finale? In diesem Falle 8. Die völlig unterschiedlich sind, wo wir einfach auf die Liste geschaut haben, welche Kreaturen sind denn eigentlich da und was könnte man Interessantes damit machen. Es wurde letztendlich links oben, aber man hat auch darüber nachgedacht, nicht so übernatürliche Wesen zu nehmen, weil Aventurien ist ja eine Welt, die sehr auf dem Boden geblieben ist. Und die zweite Variante war dann, okay, ein Karen und ein nördlicher Wolf könnte man machen, ist eventuell ein bisschen langweilig, kam uns dann. Und die dritte Variante, die ihr da seht, okay, mit Einhorn in einem Wald, das ist so dieses Sense of Wonder, wo wir dann ein bisschen magischer geworden sind. Und manchmal fällt die Entscheidung einfach auf das, was ein bisschen mehr fetzt. Letztendlich wurde es dann wieder Variante 1, nachdem wir dann immer noch mal wieder mehrere Varianten von anderen Dingen ausprobiert haben. Zum Beispiel auch dieses Sense of Wonder mit dem Einhorn ein bisschen in was Actionreicheres zu gestalten, was direkt darunter ist. Also da geht einem echt viel durch den Kopf, was man machen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage darüber, was sind Values? Jetzt wird es ein bisschen technischer. Diese Farbskizzen dienen nicht einfach nur die Ideenfindung, sondern um Artdirektion und Illustratoren ein Gefühl dafür zu geben, wo die Gewichtung einer Illustration liegt. Die Gewichtung, die sogenannten Values, sind helle und dunkle Stellen und die Silhouetten, die sich dadurch ergeben. Wir Menschen sind Gewöhnungstiere. Also wir mögen gerne uns etwas ansehen, was wir bereits kennen. Das wird gleich nochmal wichtig. Und das Einfachste, um diese Silhouetten darzustellen, ist, ich mache es mal schwarz-weiß. Das, worauf wir Menschen am ehesten schauen, sind helle Regionen. So merkt man zum Beispiel beim zweiten, dass man gar nicht wirklich auf die Action schaut, sondern eher auf den Schnee darunter. Das ist einfach viel zu hell. Und da bei Numero 3 hat man auch eher auf das Wasser geschaut, als auf das Einhorn hinten drauf. Und da war es relativ schnell klar, dass es Variante Numero Uno wurde. Schließlich hat man da das Feuer von dem Drachen, das da drin im Maul anfängt zu lodern. Und das ist einfach so viel interessanter. Und dann schaut man direkt der Kreatur ins Gesicht. Weil das, worauf unsere menschlichen Augen schauen, ist, wo ist es am hellsten und wo sind die warmen Farben? Wir haben eine Art von Prioritätenliste, die wir im Inneren abgehen. Das sind erstmal, okay, wir schauen auf die hellen Sachen und wir schauen auf die warmen Farben. Und dann erst schauen wir auf kalte Farben oder dunklere Stellen. Wir leiten damit den Blick, oh, der Akkustand ist niedrig. Diese sogenannten Values helfen dabei, den Blick des Betrachters zu leiten. Weil wenn ich kontrollieren kann, wo die hellsten und die wärmsten Töne sind, kann ich euch auch alle dazu zwingen, da hinzuschauen, wo ich will, dass ihr hinschaut. Und zwar alle. Gut. Es gibt auch noch eine zweite fiese Sache, die man machen kann, um euch zu zwingen, dazu hinzuschauen, wo ihr hin sollt. Und das ist das Gewöhnungsprinzip. Wer kennt sowas? Oh, doch ein paar mehr. Ja, Kompositionslinien, das sind Dinge, die immer wieder in der Natur vorkommen
oder auch auf mittlerweile vielen Plakaten, woran wir uns gewöhnt haben. Und wir haben uns so stark daran gewöhnt, dass wir uns einfach nicht, wir können es einfach nicht, nicht mögen. Weil je länger der Mensch auf etwas schaut, je eher ist er gewillt, es zu mögen. Das ist an sich irgendwie, das ist ein wenig komisch, aber tatsächlich psychologisch fundiert. Und das sind die Linien, auf die wir am liebsten schauen. Ich habe da mal einfach ein Beispiel gemacht. Da, wo die ganzen Linien sich treffen, habt ihr immer irgendetwas Interessantes, was passiert. Oder die Linien gehen durch irgendetwas, was bildrelevant ist. Zum Beispiel der Bock rechts. Der bewegt sich quasi mit der Diagonallinie, während der Rest des Greifen sich ebenfalls in dieser Diagonale bewegt, während die anderen Diagonalen, die von rechts oben nach links unten gehen, durch die Krallen gehen. Das ist eiskaltes Kalkül, denn ich möchte, dass du das Bild mögst und dass sich das irgendwie dynamisch anfühlt für dich. Und dafür benutze ich am besten die diagonale Komposition. Also versuche ich, das Bild so aufzubauen, dass möglichst viele relevante Dinge genau durch diese Linie gehen. Das kann man mit allen anwenden. Ihr könnt euch fast jedes DSA-Bild nehmen und diese Linien irgendwie versuchen, darauf zu malen, und ihr werdet feststellen, dass es genau so ist. Und man kann aber auch noch was anderes Interessantes damit machen. Es gibt ja so manchmal solche Bilder, da schaust du etwas an und bemerkst erst auf dem zweiten Blick, da ist ein Meuchler hinter dem Vorhang. Genau dann ist das nämlich der Punkt, wo du diese Figur nimmst und sie ganz weit weg von diesen Linien packst. Damit man sie erst auf den zweiten Blick sieht und dann erschrickt. Und das ist dann auch das Gefühl, was man gerne hervorrufen möchte. Diesen Blick zu leiten ist mehr oder minder eine der höheren Künste von ich möchte Illustrationen machen. Weil es geht ja nicht nur um, es ist handwerklich gut und ein schönes Bild, sondern was will ich zeigen, was will ich aussagen. Haben wir. Oh ja, Illustrator werden, aber wie? Das sind Fragen, die mir oft gestellt werden, so von wegen, gibt es eine fundierte Ausbildung, was kann man machen, gibt es irgendwie etwas, womit man helfen kann? Jo, 10.000 Stunden. Wer kennt die 10.000 Stunden-Regel? Ein paar mehr, das ist gut. Im Generellen sagt man, dass man ungefähr 10.000 Stunden braucht, bis man ein handwerkliches Talent so weit erlernt hat, dass man sagen kann, dass man gut darin ist. Ich habe etwas Unglaubliches getan. Ich habe meine Mutter geschrieben und gesagt, ich möchte das beweisen. Und zwar gibt es ja den Mythos Talent. Und ich bin überhaupt gar kein Fan von diesem Mythos Talent. Man wird ja nicht so geboren, dass man so zeichnen kann, sondern man erarbeitet sich das. Und ich finde das immer total unfair anhand dieser Mühe, die man sich da reinsteckt. Ich habe einfach mal gesagt, komm, zeigen wir doch mal was. Ich vor 12 Jahren. Meisterwerk, Erstlingswerk, hat sie immer noch am Kühlschrank hängen. Hätte man nicht voraussehen können, denke ich. Talent gibt es nicht. Da hätte jeder drauf geschaut und sich gedacht, das ist ja schön, was du da machst. Wir hängen es hier in den Kühlschrank. Meine Mutter hat es wirklich geliebt. Sie hat alles aufgehoben, was ich gemacht habe. Aber manchmal hast du so dieses Gefühl von wegen, oh Kind, das wird nichts. Weiß man nie vorher, wirklich nicht. Ich möchte da gerne eine Geschichte erzählen, dass mit ungefähr so 17 war ich noch gar nicht so gut und wusste gar nicht so wirklich, was ich gerne machen möchte. Und ich war auf einer Messe, gar nicht so weit, erst vor 3 Jahren, und genau ein 17-Jähriger kam auf mich zu und er hatte ein todunglückliches Gesicht. Ich frag, was los ist. Ich wollte nur noch eine zweite Meinung, meinte er zu mir, weil ich war da drüben bei der Art Direktion und ich habe ihm meine Bilder gezeigt und er hat gesagt, ich bin völlig hoffnungslos. Okay. Ich schaue mir die Bilder an und ich muss sagen, das ist besser als alles, was ich jemals mit 17 irgendwie auf die Beine gestellt habe. Und wenn der Junge sich nochmal irgendwie anstrengt,
dann wird er wahrscheinlich viel, viel besser als ich. Und ich finde das total unfair, einfach jemanden vom Jetzt-Zustand einfach zu bewerten, dass quasi nie aus dir etwas werden kann. Das heißt, wenn du auch selber denkst, dass du es nicht kannst, nein, ganz bestimmt nicht. Wenn du dich ranklemmst und es einfach machst, dann geht das auch. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll in 10 Jahren einfach mir nochmal eine E-Mail schreiben und die Visitenkarte rübergegeben. Gucken wir mal, vielleicht meldet er sich. Ich würde mich total freuen. Er hat noch 5 Jahre. Werde ich auch nie vergessen. Aber das Schönste an der Geschichte ist das Instant-Karma, was am nächsten Tag passierte. Standparty, jemand hat ihn in den Plastikvulkan gekotzt. Verdient. Er macht junge Menschen nicht unglücklich und hoffnungslos. Das ist gemein. Ja, was kann man noch tun? Man kann sich um seinen Portfolioaufbau kümmern. Portfolios sind das absolut Wichtigste. Noch viel wichtiger als irgendeine Art von Ausbildung, die man machen könnte oder ja, Lehrgänge, die man belegen könnte. Dein Portfolio ist alles, was du brauchst. Du brauchst auch kein Zeugnis. Das ist das Witzige. Die Leute, die mir einfach ihr Schulzeugnis mitgeben und dem Portfolio-Ding. Ich schiebe so das Zeugnis beiseite von den Illustratoren und gehe direkt auf den Portfolio-Link. Weil es interessiert mich ja nicht großartig, ob du in Mathe eine 2 hast, wenn das Portfolio läuft. Beim Portfolio, was kann ich denn da so alles reinpacken? Definitiv braucht man Landschaftsbilder, um klarzustellen, ich kann eine Atmosphäre, ich kann darstellen, dass etwas im Lichtschein badet und sich anfühlt wie ein lauer Sommerabend in der Toskana, wo du dir am liebsten so in das Gras legen willst mit einer schönen Karaffe Wein. Oder Charakterzeichnungen, um klarzustellen, ich kann Anatomie, ich kann dynamische Posen, auch gerne einfach nur kleine Scribbles von irgendwelchen kleinen Minifiguren, das muss gar nicht großartig ausgearbeitet sein, aber wenn man mir zeigen kann, ich kann Anatomie und ich kann dynamische Posen, den Rest kann man erarbeiten, das geht. Und zum anderen interaktive Szenen. Wenn Menschen miteinander interagieren, ist das sehr schwierig darzustellen. Sind wir wieder beim Punkt, was will ich mit der Illustration? Hassen sich irgendwelche Menschen wirklich abgrundtief oder mögen sie sich eigentlich? Oder ist es eine schwierige Situation? Alles, was abseits von irgendwie, wir hauen uns gegenseitig auf die Fresse, passiert, weil das ist einfach in einer Illustration darzustellen, jemanden mit einer Waffe, der auf einen anderen einkloppt. Aber wirklich einen Streit darzustellen oder Ähnliches, ist wirklich schwierig. Zorn in einem Gesicht darzustellen, was überzeugend ist. Wir Menschen sind darin perfekte Meister, an den Gesichtern von Menschen abzulesen, was sie von uns wollen, auch unbewusst. Das heißt, auch bei Bildern können wir das. Wenn also eine kleine Nuance im Bild nicht stimmt mit dem Gesicht in einer Szene, sitzen wir da. Das ist ja komisch. Und genau das sollte natürlich im Idealfall auch nicht passieren. Wenn ich also auch sehe, dass das jemand kann, das ist sehr gut. Ich hatte schon mal gesagt, Ausbildung ist schwierig. Es gibt keine Ausbildung zum Illustrator. Aber es gibt Sachen, die sehr nahe kommen. Zum Beispiel die Ausbildung zum Grafikdesigner. Die habe ich genossen. War eine tolle Zeit. Riesige Klasse, 30 Kreative, alle völlig bescheuert. Super Zeit. Ja, es gibt aber, die meisten sind Quereinsteiger. Zum Beispiel Ben Meyer, wunderschöne Sachen. Studierte Biologe. Es ist völlig irrelevant. Solange du gut zeichnen kannst, funktioniert das auch ohne Studium ganz gut. Aber es ist ganz gut, etwas in der Hinterhand zu haben, falls es doch nicht klappt. Weil es hat viel mit Glück zu tun. Ich hatte sehr viel Glück. Ja. Wenn ihr allerdings trotzdem nützliche Lektüre haben wollt, falls ihr euch dem Zeichnen widmen möchtet, dann möchte ich euch diese 3 Bücher ganz warm ans Herz legen. Die habe ich viel zu spät gefunden, finde ich, für mein eigenes Empfinden. How to Render ist essentiell. Es ist super. Es fängt quasi an mit, mach ganz einfache Formen, geht über, so funktioniert übrigens Schatten rein auf der physikalischen Ebene
Und irgendwann bist du dann angekommen in, so macht man übrigens Metall, und dann kommt das Backlight von hier und das Bounce-Light von da. Und weißt du noch, was wir auf Seite 7 gemacht haben? Ja, das setzen wir jetzt ein. Das ist ein super Buch. Cull & Light, kennt jemand von euch? Dinotopia, meine Güte. Kennt jemand von euch Dinotopia? Ist super. Der Zeichner ist großartig und kann mit Farben und Licht großartig umgehen. Und er hat all sein Wissen in dieses Buch gestopft. Das ist unglaublich wertvoll. Wenn ihr euch da mal durchlest, dann wisst ihr alles über Farben, was ihr bei Illustrationen im Rollenspielbereich auf jeden Fall anwenden könnt. Und das dritte ist eher so ein Referenzmaterial. Das hatte mir der Ben mal gezeigt. Historic Costumes and Pictures ist wirklich über Jahrhunderte, Jahrtausende aus den verschiedenen Zivilisationen die Klamotten. Da muss man sich nämlich nicht immer was aus dem Arsch zwirbeln, was ungefähr funktionieren könnte. Und man kann sich ein bisschen an der Realität orientieren, was dann auch nochmal ein bisschen realistischer erscheint. Insbesondere in der Kunst von Aventurien ist das ja das, was wir gerne erreichen möchten, weil Aventurien ist ja eine relativ realistische Welt. Im Gegensatz zu Warcraft, wo die Schultern größer sind als der Kopf oder ähnliches. Deswegen, das ist auch super für LARPer, habe ich mir sagen lassen. Da kann man sich richtig schön inspirieren lassen für irgendwelche Kostüme oder eigene Charaktere. Ist total toll. So. Ich glaube, so, insofern habe ich nichts weiter, aber ihr könnt mir gerne Fragen stellen, falls es irgendetwas gibt, was euch jetzt auf der Zunge liegt. Ja. Durchaus möglich, würde ich nicht ausschließen. Ich meine, der Band ist äußerst beliebt, überaus beliebt, mehr als ich und Markus uns das eigentlich erhofft hatten. Und deswegen würde ich das nicht ausschließen, dass es irgendwann mal einen weiteren Band geben könnte. Wir müssen jetzt erstmal wieder Illustrationen nachsammeln, aber ich habe schon so einen kleinen Ordner, muss ich gestehen, wo ich immer solche kleinen süßen Sachen mal wieder reinschiebe, wo ich mir denke, das ist eine schöne Anekdote, die muss ich mir fürs nächste Mal eventuell aufheben. Wer weiß, wann das ist. Kann in 2 Jahren sein, 5 Jahren oder vielleicht 10 Jahren. Illustriert habe ich angefangen für das Schwarze Auge vor ungefähr 8 Jahren. Ich habe angefangen zu spielen vor ungefähr 10 Jahren und festangestellt bei Ulysses bin ich seit 6 Jahren. Haben ich und Markus erst vor Schrecken letztens festgestellt, dass wir uns schon konstant 6 Jahre gegenseitig auf die Nerven gehen. Aber wir fühlen uns beide gut dabei. Ja? Das darfst du fragen. Also Herbarium im Generellen von der Kunst des schwarzen Auges, da habt ihr ja auch solche kleinen plattgedrückten Pflanzen mit drin. Und das ist eine wirklich schöne Konzeptillustration von einer Botanikerin gemacht, die Giovina. Die macht das total gerne für uns. Und herbariumstechnisch sind wir noch dabei. Es dauert eine Weile, weil wir müssen uns auch ein bisschen an Giovina orientieren, weil die kann nicht immer alles aus ihrem Garten ziehen zu jeder Jahreszeit. Der Chat hat eine Frage, ja. Der Chat hat Fragen. Boah. Ich habe leider so viele. Stop it, you! Okay, ich würde sagen, mein Grüßer ist Bougereau. Verwundete Gesichter.
Bouguereau ist ein klassischer Künstler, der zum Beispiel die Nix gezeichnet hat. Franzose. Hat wirklich schöne Sachen im Louvre. Ja, ich mag klassische Gemälde und Kunst im Generellen, nicht nur Rollenspielkunst. Und Bouguereau ist mein ganz großes Vorbild, weil der wirklich, wirklich gut mit Licht und Schatten umgehen kann. Und ich das immer, habe ich immer zu hoch geschaut. Das war schon. Noch irgendjemand? Nein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr alle hier erschienen seid und für eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erleuchten und wenn ihr danach noch gerne mit mir quatschen wollt, das könnt ihr gerne tun. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee genehmigen.